So, ich bin schon im Stall angekommen und warte jetzt auf den Ferdinand und die Caro, weil wir den Ferdisattel machen müssen und wäre ja langweilig, wenn ich irgendwann einmal Feierabend hätte. Und inspiziert gerade mein. Nicht reinbeißen! Beiß nicht in mein Auto! Es sind doch nirgends irgendwelche Leckerlis versteckt, Ferdinand. Wirklich nicht! Eigentlich ist das viel lustiger, was du da machst. Das neue Fortbewegungstempo. Rückwärts hüpfend. Es ist ein Insider, aber ja. Ferdinand ist einfach unerschreckbar. Unerschreckbar ist er! Die Mizimi ist ja eher eine Zirkuskatze. Ja, super gemacht. Super gemacht, ihr Fein. Da komm hoch. Da komm hoch. Ja, komm. Zur Hand. Zur Hand. Nicht drehen. Sie kann sich auch drehen und mich ignorieren. Das ist ihr bester Trick, glaube ich. Ignorieren hast du voll drauf. Ignorieren hast du voll drauf. Du Nudel, du. Tust du noch ein bisschen traben, zeigen wir her, dass du gerade bist. Komm, hab ich Abschätz. Komm. Oh, er ist so unmotiviert. Du hast Heu in deiner Lefze. Liegt vielleicht daran, weil da Heu liegt und er vorher naschen war. Du bist gar nicht motiviert. Komm jetzt. Ja, super. Er braucht immer so ein paar Schritte, wo das er sich... Ja, super Vorführeffekt, danke, dass es sich einlaufen kann. In welche Richtung magst du lieber? Mir ist es wurscht. Gut, dann nochmal Trab, komm. Und wenn er sich eingelaufen hat, dann geht's eigentlich. Ich hoffe, das bleibt so. Ich habe euch ja nicht wirklich gesagt, was er gehabt hat und das bleibt auch dabei. Und es ist nur so, dass wir noch ein Röntgen brauchen. Und dann können wir erst wieder mit richtigem Training losstarten. Aber so schaut es gut aus. Gefällt mir gut. Mizi, was sagst du? Mizi? Mizimi? Was sagst du? Ist gut? Gut. Super. Ist dir nicht so ganz geheuer, hm? Die Katze. Die Katze. Was los, Schnupp? Was los, Schnupp? Was los? Die Katze? Hör auf meine Krallen. Nicht meine Krallen, deine Krallen, du fällst runter. So. Bitte sehr.